Also ein herzliches Grüß Gott an alle, die schon dabei sind. Mein Name ist Johannes Zauner. Ich bin tätig bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und beim Verein Bodenleben. Und dieses Projekt, da es gemeinsam vom Verein Bodenleben und auch der Landwirtschaftskammer geführt wird, habe ich quasi das Projektmanagement für das Projekt über. Quasi mache die ganze Administration des Projektes, die Berichte. Legung und alle Fäden, die hinten zusammenlaufen, wie das Koordinieren der Versuchsanordnung und so weiter. Worum geht es in dem Projekt? Das Projekt heißt Boden.Biodiversität, ist ein dreijähriges Projekt, ein EEP-Agri-Projekt, gefördert über die LE 1420 vom Landwirtschaftsministerium mit Geldern der EU. Da gibt es immer diese Calls, wo man sich bewerben kann, und wir haben sich mit dem Verein Bodenleben eben schon im, ich glaube, März 2021 für dieses Projekt beworben, haben dann ungefähr ein Jahr später nach der zweiten Antragsphase dann die Zusage bekommen und haben eben mit Jänner 22 losgelegt, an dem Projekt zu arbeiten. Worum soll es gehen oder worum geht's? In dem Projekt geht es um die Einflüsse auf die Biodiversität des Bodenlebens und der Fruchtbarkeit des Bodens. Und da schauen wir uns gezielt den Vergleich konventioneller bzw. traditioneller Landwirtschaft im Vergleich zu konservierenden, aufbauenden, regenerativen oder biologischen Landwirten an. Wo die genauen Standorte sind, zeige ich dann gleich. Und der Output aus diesem Projekt soll eigentlich sein, damit wir endlich, weil Verein Bodenleben, Humusbewegung, GKB und wie sie sonst noch heißen, die sich wirklich mit dem Thema Boden beschäftigen, sprechen in ihren Vorträgen sehr viel über das Thema Boden, Bodenfruchtbarkeit und wie man das in der Landwirtschaft praktisch umsetzen kann. Aber es fehlen oft die Zahlen dahinter, wo wir wirklich dann sagen können, dies und diese Maßnahmen, wenn man die im System anwendet auf seinen Betrieb, dann bringt es so und so viel auf seinen Boden oder man fördert die Bodenfruchtbarkeit so und so mit diesen Maßnahmen. Outcome, wie gesagt, soll dann sein, Hilfestellungen in Form von How-to-Videos, diversen Foldern und über die Homepage und sozialen Medien für Landwirte, die mit diesem Thema noch neu sich beschäftigen oder einsteigen wollen und ihre Böden anders bewirtschaften wollen, um denen den Einstieg zu erleichtern. Im Prinzip ähnliche Sachen, wie wir im Verein Bodenleben unter den Vereinsmitgliedern betreiben, nur das Ganze etwas formeller, sagen wir mal so. Und was auch noch rauskommen soll, ist, dass wir dieses Wissen, das wir da generieren über das Projekt, das hoffentlich auch gute Daten liefert, dass wir das dann auch in die Beratung über die Landwirtschaftskammern bringen, beziehungsweise auch in die Bildung der jungen Landwirte an den Schulen, weil ja nicht überall der gleiche Wissensstand vorherrscht, und oft auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Humustheorie anschaut oder diverse Verfahren auf den Flächen teilweise noch nicht im Bildungssystem angekommen sind teilweise. Wenn das Projekt mehr interessiert, wir sind erreichbar unter www.boden-biodiff.at. Wir haben auch eine super Corporate Identity mittlerweile generiert mit dem Logo und dieser großen braunen Scheibe, die wir da sehen, das soll quasi der Einblick über das Mikroskop auf diverse Bodenlebewesen sein. Die Maßstäbe dazu stimmen nicht ganz, aber es soll einfach nur mal den Fokus auf das Ganze näher bringen. Wer sind die Projektpartner? Also, ich habe das jetzt aufgliedert. Obere Reihe ist quasi die operationelle Gruppe, also die direkt am Projekt arbeiten, die Projektpartner sind. Und darunter haben wir die strategischen Partner aus der Wissenschaft. In der operationellen Gruppe sind tätig die Landwirtschaftskammer Niederösterreich als Lead, dann der Verein Bodenleben mit den Landwirten, die quasi die Versuchsflächen stellen, und der Verein Landimpulse, der quasi als Bindeglied zwischen den landwirtschaftlichen Fachschulen agiert und über die wir quasi Zugang zu den Versuchsflächen auf den landwirtschaftlichen Schulen haben. Als strategische Partner aus der Wissenschaft haben wir die BOKU, also die Universität für Bodenkultur in Wien, vertreten durch den Gernot Bodner, durch Christoph Rosinger und durch die Katharina Keiblinger. Dann haben wir das AIT, das Austrian Institute of Technology, vertreten durch Markus Gorfer und das Josephinum Research, jetzt vertreten durch Andreas Wilhelm, vorher durch Lukas Handel. Das hat sich kurzfristig ergeben, dass da immer eine Änderung stattgefunden hat. Deswegen ist der Lukas jetzt nicht mehr dabei, weil der Job gewechselt hat und der Andreas jetzt quasi seine Nachfolge antritt bei dem Projekt.
Wo sind die Versuchsstandorte? Also das ist eine für die, die nicht aus Österreich sind, weil ich auch gesehen habe, dass deutsche Kollegen teilweise unter den Zusehern sind. Das ist eine Karte von Niederösterreich. Und das Dunkelbraune ist Wien. Und wir sehen quasi, wo die Versuchsflächen verstreut sind. Also wir haben zwei Landwirte-Versuchsflächen in Gerolding und Lerchfeld. Das ist eher im Feuchtgebiet von Niederösterreich. Dann in Pyra haben wir einen Schulstandort im Feuchtgebiet. Dann haben wir im Trockengebiet die Landwirtestandorte in Rodingersdorf, beim Franz Winkelhofer, in Grübern beim Hans Gnauer, in Steinerbrunn beim Lorenz Mayer und in Stockerau eben beim Stefan Schmidt. Und in Hollerbrunn ist dann eben die landwirtschaftliche Fachschule, die das Trockengebiet vertritt. Was ist der aktuelle Projektfortschritt? Wir haben die ersten Berichte für das Projekt schon abgeschlossen mit den ersten Ergebnissen. Die Homepage ist mittlerweile online. Wir haben im November am Tag der stehenden Begrünungen, am 15. November, beim Stefan einen Feldtag abgehalten und die ersten Ergebnisse sind bereits aufbereitet. Die werden euch dann auch präsentiert werden. Ergebnisverbreitung, wie funktioniert das bei uns? Wir haben eben die Homepage auf der einen Seite, dann haben wir es eben, wie man hier sieht. Wir haben dort auch einen Blog, wo wir über aktuelle Sachen, die im Projekt passieren, berichten. Also wie es zum Beispiel hier ist, der Sojaanbau auf den Versuchsflächen in Hollerbrunn an der Schule. Und das Gleiche machen wir dann eben über unsere Social-Media-Kanäle, eben über Facebook und über Instagram. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir auch schon jetzt bisher nur 3 Videos online haben, aber das wird stetig mehr, wo wir eben diese How-To-Videos aufladen, die Aufzeichnung des Webinars heute und diverse weitere Videos, die noch kommen, weil ich habe mittlerweile schon einige Interviews auch mit den Betrieben geführt, wo wir dann auch so ein bisschen Hintergrundwissen zu den Betrieben posten und so weiter, damit auch ständig Content erzeugt wird für das Projekt, damit man wirklich auch auf dem aktuellsten Stand bleibt. Ja, Corporate Identity habe ich angesprochen, wir haben das Projektlogo, wir haben diese erste Werbegrafik mit der Lupe, die auf das Bodenleben aufmerksam machen soll. Wir haben Werbeflyer, die jetzt auch in den Umlauf gebracht werden, um das Projekt mehr in die Breite zu treten und auch ein Rollup mittlerweile, das wir bei diversen Veranstaltungen mithaben. Fahrplan für 2023 ist eben das heutige Webinar. Wir werden weitere Probenziehungen machen, Weiterführung eben der geplanten Fruchtfolge an den Versuchsstandorten, diverse kleine Parzellen in den größeren Versuchsparzellen werden wieder angelegt mit Untersaaten beziehungsweise intensiveren Zwischenfruchtmischungen, wie zum Beispiel bei mir im Standort ist, wurde eine doppelte Zwischenfrucht angelegt, also es wurde mit der Direktsaatmaschine in eine abfrostende Zwischenfrucht eine Winterharte eingesät. Die ersten How-To-Videos werden heuer erstellt. Wir werden noch einen Feldtag wieder abhalten. Der wird wahrscheinlich wieder im Herbst sein. Und wir werden uns auch an diversen anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel heuer der Feldtag voraussehen, am 7. Juni im Josefinum ist, mit Vorträgen beteiligen, wo auch das Projekt oder Ergebnisse des Projektes auch schon vorkommen werden. Ja, jetzt will ich euch nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Also so viel quasi zum Projekt. Also ihr wisst jetzt mal, worum es ungefähr geht, damit ihr auch wisst, worüber die Kollegen jetzt dann sprechen werden. Gernot, du kannst dann schon deinen Bildschirm teilen und dann werden wir schön langsam dann starten. Ah ja, ja dann auch von meiner Seite einen schönen Abend. Das ist das Programm, ist irgendwie, ich bin mehr oder weniger das Landesstudio jetzt um 19 Uhr, Landesstudio Bodenleben. Dann kommt der Andreas Wilhelm, der ist die ZIP und der Stefan ist dann der Tatort. Da ist dann so wirklich gespannt. Aber das Landesstudio Bodenleben hat mehr oder weniger eine Sondersendung. Nämlich nicht das, was der Josch gesagt hat. Oder nur ein bisschen. Da bleiben trotzdem vielleicht manche beim Landesstudio-Programm. Ja, also das was ich vorbereitet habe, ist ein bisschen der Versuch, das Ganze, was wir machen, in meinem Kopf zu ordnen. Das ist ja jetzt das Problem. Ich bin um 6:55 bin ich fertig geworden mit den Folien. Jetzt hoffe ich, dass das eine Ordnung gefunden hat. Aber eben, der Hintergrund ist der, mir kommt oft vor, also wir messen ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf den Betrieben von den Kollegen.
Und mir ist halt irgendwie vorgekommen, ich muss das in meinem Kopf ordnen, damit ich verstehe, was sich da abspielt. Und das irgendwie kommt mir vor, das ist so wie ein Botaniker, wenn man mit einem Botaniker durch die Landschaft geht, der sieht Dinge, die man selber nicht sieht. Der sieht die ganze Zeit irgendwelche Pflanzerln und kann erklären, warum die jetzt dort stehen. Das heißt, der hat irgendwie sein Gehirn so stubladisiert, dass er die Natur relativ gut interpretieren kann. Und das kommt mir auch vor, dass das wichtig ist, wenn man halt ein nicht ganz einfaches System wie den Boden anschaut. Das muss man irgendwie schubladisieren und ordnen, und da braucht man ein Theoriegebäude, um das Ganze einzuordnen. Und das ist das, was ich eigentlich in der letzten Zeit die ganze Zeit versuche. Also da habe ich jetzt ein Lieblingsbuch entdeckt von so einem Ökologen, und das finde ich irgendwie sehr, sehr brauchbar, um meine Gedanken zu ordnen. Und irgendwie ist es alles doch ein bisschen kompliziert, und ich lerne die ganze Zeit, aber man hat halt gelernt, dass die beste Art und Weise, etwas für sich zu verarbeiten, ist, das gleich den anderen auch zu servieren und zu erzählen. So kann man, glaube ich, am besten Struktur in das Ganze reinbringen. Aber ich garantiere für nichts, aber ich tue mein Bestes, einigermaßen geordnet meine Ideen euch zu servieren. Sprich, es sind ein paar Ergebnisse aus dem Projekt, die wir bis jetzt gemessen haben. Wir haben einige Proben, die wir dann im heurigen Jahr ab Block messen, und es sind zum Teil halt Ergebnisse von den Standorten, aber ich probiere das halt irgendwie einmal in ein Schema zu ordnen, mit dem ich hoffe, dass ich das Ganze irgendwie verstehe, was wir da bewirken wollen. Das wäre so ein bisschen mein Plan. Ja, ich meine, wir sind mit dem Thema wahnsinnig in, das kann man gleich am Anfang sagen. Das ist die linke Folie, die zeigt, wo der Planet da von der Menschheit an ihre Grenzen gebracht worden ist. Das ist eigentlich eine sehr gute Einleitung für so einen Tatort-Krimi, nämlich also ein Untergangsszenario. Und eine der quasi Mordaktionen, die die Menschheit offensichtlich am Planeten begeht, ist, dass die Integrität der Biosphäre ziemlich gefährdet ist, was sich sehr stark in diesen Biodiversitätsverlust ausdrückt. Also das ist tatsächlich nicht sehr lustig und angenehm, weil dort, wo man Daten hat, sieht man, dass tatsächlich sehr viel verloren geht an Biodiversität, und bei vielen Dingen, wie eben dem Boden, wissen wir zum Teil gar nicht, was verloren geht, weil da nur ein kleiner Teil der Organismen beschrieben ist, und das ist schon ein gewisses Risiko, was kaputt zu machen, was man jetzt noch gar nicht so genau kennt. Also das ist schon jetzt nicht nur in, sondern wahrscheinlich doch seriös und für jeden irgendwie schon wichtig, dass man sich damit befasst. Jedenfalls, wo das dementsprechend auch jetzt sehr in ist, ist auf der EU-Ebene bei verschiedenen Gesetzeswerken, die im Rahmen des Green Deal ausgearbeitet werden, und wo halt eine der Zielrichtungen der EU ist auch, Biodiversität zu schützen und zu fördern. Und das betrifft eben auch Agrarökosysteme. Das heißt, es ist jetzt nicht nur sozusagen, dass das insgesamt ein Problem ist, mit dem wir uns als Menschheit befassen müssen, weil wir es halt offensichtlich noch nicht ganz so gut im Griff haben, sondern es ist für die Landwirtschaft jetzt auch etwas, was im Rahmen des Green Deal einfach daherkommt. Jetzt die dahinterliegende Annahme, warum man da irgendwie sehr viel drüber nachdenkt, über diese Diversität, ist, dass man davon ausgeht, dass die Funktion von Ökosystemen mit Diversität zusammenhängt. Ich meine, das ist jetzt da ein bisschen so ein Raviat-Beispiel, weil beides ein Index ist, aber das ist so eine Annahme, von der man halt ausgeht. Das heißt, wenn die Diversität zurückgeht, von verschiedenen Organismen oder auch Pflanzenarten im Ökosystem, dann gehen Funktionen des Ökosystems verloren, die halt für die Menschheit irgendwie wichtig sind. Das kann von Klimafunktionen gehen, über Produktionsfunktionen oder Nährstoffkreisläufe. Also es kann einiges kaputt gehen, wenn wir zu viel an Diversität verlieren. Und das ist halt ein bisschen der Hintergrund, warum eben da auf die ackerbauliche Landnutzung, von der man halt annimmt,
dass sie in der Diversität geringer ist als andere Ökosysteme, dass da halt irgendjemand denkt, da muss man nachschärfen. Und jetzt gibt es halt bei dem Nachschärfen, da gibt es immer zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass es halt irgendwelche Gesetze gibt und irgendwer sagt halt, ihr dürft das und das nicht machen. Das ist manchmal auch wichtig, aber meistens ist das jetzt nicht die beste Lösung. Und darum ist halt der Ansatz von so EEB-Projekten eigentlich solche Problemstellungen mit Innovation und Erneuerung anzugehen und zu sagen, ja, aber wir in der Landwirtschaft, wir können es sehr gut in Griff bekommen und das sind unsere Lösungen. Also das ist sicher sinnvoller als irgendwelche gesetzlichen Auflagen, wo man halt manchmal auch nicht ganz sicher ist, ob die Leute, die die Gesetze schreiben, so viel sich darum annehmen, ob das wirklich am Boden ankommt. Und mein Gefühl ist halt immer, wenn irgendwas zu weit weg ist von der Realität, wo es umgesetzt werden muss, dann ist es nicht immer ganz durchdacht und auch nicht immer ganz sinnvoll. Jedenfalls darum glaube ich, dass halt dieses EEB-Projekt doch sehr wichtig ist, weil halt diese Biodiversitätsfrage sehr groß geschrieben steht und das EEB halt mit praktischer Innovation versucht, da Antworten zu finden. Das ist ein bisschen der Ansatz und das ist eigentlich der Ansatz der Landwirtschaft insgesamt. Dort, wo wir größtenteils in der Landwirtschaft herumdrehen und wo alles anfängt, ist bei der Primärproduktion, bei den Pflanzen. Also das ist halt ein Grundgesetz der Ökologie. Es gibt verschiedene Stufen der Funktion im Ökosystem, sogenannte Trophiestufen. Und das, was ganz oben steht, auf unserem grünen Planeten, sind grüne Pflanzen. Da fängt alles an, weil die fangen halt Sonnenenergie ein als Primärproduzenten und wandeln das in Biomasse um. Und mit das, was wir halt im Auge haben, ist eigentlich der sekundäre Teil dieses Nahrungsnetzwerkes, nämlich die Organismen im Boden, die diese primäre Pflanzensubstanz zersetzen. Also der Ansatz ist im Prinzip, wir verändern was in den Pflanzengesellschaften. Das heißt, wir bauen diversere, biodiversere Systeme mit dem Ziel, dass wir dadurch das sekundäre Trophie-Level, also die abbauenden Organismen, im Boden beeinflussen und diverser machen und dementsprechend in ihren Funktionen besser machen. Also das ist so im Prinzip die Grundannahme. Wir drehen bei der Primärproduktion, bei den Pflanzen, und dadurch wollen wir, im Prinzip, das ist unser Managementinstrument, und dadurch wollen wir etwas Positives für die Landwirtschaft und für die Ökosystemfunktionen im Boden insgesamt in diesem sekundären Level bewirken. Wenn man sich anschaut, was für Faktoren dieses mikrobielle Leben im Boden beeinflussen, dann ist es wie bei vielen anderen Dingen auch sehr viel, was von der, sagen wir mal, physikalischen oder in meinem Lieblingsbuch, was ich jetzt gerade liest, das kommt aus den 60er Jahren, da hat man noch ein bisschen schärfer geredet, die haben gesagt, die unbelebte Umwelt, das klingt irgendwie sehr, sehr böse, aber das sind halt physikalische Grundbedingungen, sprich Bodeneigenschaften, die wir nicht verändern können und Klimaeigenschaften, die wir nicht verändern können und die bewirken halt schon einmal als solche sehr viel an dem, was am Planeten sich so tut, inklusive auch der Vielfalt, die im Boden herumrennt. Und das ist ein Beispiel, was ich jetzt aus der Literatur herausgesucht habe, wo man halt so eine modellhafte Karte gebaut hat über die Bakteriendiversität im Boden. Und da sieht man im Prinzip auch relativ schön, wie das sich mit Vegetationszonen verändert. Und diese Autoren haben halt geschaut, was sind da zentrale Steuerungsgrößen dahinter, die ja eh schon lange bekannt sind. Eines ist Feuchtigkeit, das halt auf der großen Skala einfach von der Vegetationszone abhängt. Und das Zweite, was extrem wichtig ist, ist der pH-Wert. Das heißt, es gibt im Prinzip großräumig Umwelteinflüsse, die nur teilweise durch das Landnutzungs- oder Managementsystem beeinflussbar sind und die aber ziemlich viel bewirken von dem, was sich im Boden abspielt. Das heißt, von dem müssen wir mal ausgehen und das ist im Prinzip etwas, was man eigentlich bei extrem vielen Versuchen, die sich mit Boden beschäftigen, findet. Und da ist ein Beispiel, das ist jetzt aus einem anderen Projekt, aber eben zum Teil in einer überschneidenden Region. Da haben wir so Biostimulantien untersucht. Das sind halt so biologische Düngemittel, die
teilweise auch versuchen, das Bodenmikrobiom aufzupeppen, und das waren drei Standorten. Und was rausgekommen ist, ist, es gibt einen Standorteffekt. Und den sieht man da sehr deutlich. Also das ist ein Beispiel, da haben wir halt auch Pilze im Boden und Bakterien untersucht. Und man sieht im Prinzip da keinen Biostimulantieneffekt. Also das war eher sinnlos, da irgendwas zu applizieren. Aber man sieht eben, wie zu erwarten war, einen deutlichen Standorteffekt. Und wir müssen wohl davon ausgehen, dass das im EB auch nicht anders sein wird. Das heißt, viele Dinge im Boden sind einfach standortspezifisch. Das ist der Rahmen. Und dieser Rahmen ist oft sehr stark und überprägt vieles andere, der Rahmen der physikalischen oder unbelebten Umwelt. Und nur in diesem Rahmen können wir dann mit unserem Management mehr oder weniger bewirken. Eben in diesem Versuch, das jetzt ein anderer war, ist da nicht sehr viel bewirkt worden. Haben wir uns auch irgendwie nicht erwartet. Gut, also die Umwelt entscheidet sehr vieles. Jetzt kann man weiterdenken, wo entscheidet die Umwelt? Bei vielen Biodiversitätssachen ist tatsächlich die Landschaftsgestaltung sehr wichtig. Biodiversität hängt extrem oft mit Lebensräumen zusammen. Das werden wir dann im Boden auch sehen. Dort, wo der Landschaftsraum entscheidend ist, wie vielfältig strukturiert er ist, ist zum Beispiel bei Insekten oder auch bei Vögeln oder anderen Tieren, ist der Landschaftsraum und die Landschaftsraumgestaltung entscheidend. Es gibt zum Beispiel, das habe ich vor kurzem gelesen, eine Studie, die vielen, die öko und konventionell vergleicht, im Zusammenhang mit Biodiversität von sowohl Pflanzenarten als auch Insekten. Und die haben herausgefunden, dass dieser Unterschied der Bio versus konventionell vor allem in sehr, sage ich mal, groß strukturierten Gegenden ist, also wo wenig Strukturelemente in der Landschaft sind. Wenn wir kleinstrukturierte Landwirtschaft haben, wo die Landschaft noch entsprechend strukturiert ist, findet man diesen Biodiversitätsunterschied oder Vorteil von Bio gegen konventionell zum Beispiel kaum mehr. Das heißt, die Umwelt entscheidet im Zusammenhang mit der Biodiversität auch etwas, wie sie insgesamt strukturiert ist. Das heißt, auch jenseits des einzelnen Ackerbaubetriebs, wo halt der Betriebsleiter was beeinflussen kann, muss die Gesellschaft schauen, wie sie eben biodiversitätsfördernder wirkt. Jetzt würde ich mal sagen, dass für das, was uns in dem Projekt interessiert, also die mikrobielle Biodiversität, diese Skala der Habitate im Landschaftsraum wahrscheinlich nicht so entscheidend ist, weil halt da diese Bodenmikroorganismen nicht ganz so mobil sind, also die Bakterien fast gar nicht und die Pilze halt durch das Hyphenwachstum etwas, aber da ist wahrscheinlich diese Landschaftsraumgestaltung nicht so durchschlagend, wenn dann indirekt, zum Beispiel über feuchte Effekte in der Nähe von Buschreihen oder solchen Sachen. Das wäre mal eine Annahme, die ich jetzt habe. Das heißt, ich glaube schon, dass für die Biodiversität im Boden, die Gestaltung der Kultur, der Anbausysteme am einzelnen Acker sehr wichtig ist. Und das ist im Prinzip sozusagen die lokale Gestaltung der Umwelt macht dafür aus. Und das ist auch das, wo halt diese Ideen vom EB eingreifen. Also wie kann man Anbausysteme auf einem Schlag, auf einem Acker diverser gestalten, um damit die Mikrobiologie zu fördern. Also das ist sicher bei der Förderung der mikrobiellen Diversität entscheidend. Bei anderen Biodiversitätsförderungsmaßnahmen wird wahrscheinlich der Landschaftsraum oder anderes, was halt als Habitatfunktion dient, wichtiger sein. Und damit zum Teil vielleicht auch leichter umzusetzen, indem man eben Landschaftsräume definiert, die biodiversitätsfördernd sind und andere, die halt für die Produktion vorhanden sind. Weil Integration ist sicher immer mehr oder weniger die herausforderndere Variante, weil man da halt einfach quasi Nachhaltigkeit und Ertrag in eines bringen muss. Und das ist nicht ganz einfach. Gut, aber das ist halt der Ansatz jetzt im EB und der, glaube ich, liegt auch auf der Hand, wenn wir die Biodiversität im Boden fördern wollen. Jetzt kommt irgendwie kurz, reibe ich euch jetzt meinen Interpretationsrahmen rüber, für die, die ihn auf der Bodenleben-Generalversammlung noch nicht gehört haben. Aber eh nur kurz in ein paar Folien. Ich interpretiere Landwirtschaft als ein frühes Stadium sogenannter sekundärer Sukzession. Das heißt, wenn du eine Störung in einem Ökosystem hast, dann gibt es sowas wie einen landwirtschaftlichen Boden, der brach liegt und noch einmal resettet ist und ziemlich am Anfang ist. Das ist im Prinzip das, was wir in der Landwirtschaft machen. Wir haben immer wieder Störungen unserer Böden
um eben vergleichsweise schwache einjährige Pflanzen zu etablieren, die relativ schnell wachsen. Das beste Beispiel, was wir jetzt nicht unbedingt am Acker wollen, sind viele der Ackerunkräuter, wie zum Beispiel der weiße Gänsefuß, die können mit solchen frühen Stadien der Sukzession extrem gut umgehen, weil da werden Nährstoffe freigesetzt, da hat man viel Licht und die wachsen halt irrsinnig schnell. Aber das ist halt einfach das ackerbauliche System, das ist auch nicht sowas, also ich bin immer dagegen, man muss Ökologie verstehen, aber nicht irgendwie als Vorwurf gegen die Landwirtschaft nehmen, sondern das ist Nahrungsproduktion, die halt größtenteils auf einjährigen Kulturpflanzen besteht. Das heißt, eine gewisse Form der Störung des Ökosystems ist unvermeidlich, damit wir eben relativ schwache einjährige Kulturpflanzen zu hohen Erträgen bringen. Aber man muss sich halt auch sozusagen den Konsequenzen klar sein, um dieses quasi geschützte Stadium für einjährige Pflanzen zu erhalten, muss man halt immer wieder Energie in das Ökosystem einbringen, um den Rest der Sukzession aufzuhalten. Ich meine, die Verbuschung und diese Sachen kennt eh ein jeder, aber im Prinzip, um das rückgängig zu machen, um das offen zu halten für eben die einjährigen Pflanzen, muss man Energie reinstecken. Und das Zweite ist halt, diese Ökosysteme, die sehr früh sind, sind eigentlich ziemlich verwundbar. Also das heißt, die können leicht gestört werden. Und das ist ein bisschen der Hintergrund, mit dem wir oder mit dem ich jetzt versuche, auch ein bisschen diese Biodiversitätsfrage im Boden zu lesen. Wie schaut es quasi gesetzmäßig aus der Ökologie aus, in einem relativ frühen Stadium einer sekundären Sukzession, das heißt noch einer Störung. Von dem, was man ausgehen muss, ist, ein gestörtes System wie ein landwirtschaftlicher Boden ist relativ unruhig. Da gibt es ein ziemliches Rauf und Runter. Man braucht nur Bodentemperatur anschauen. Sozusagen brachliegenden Boden im Vergleich zu einem dauerhaft bedeckten Boden. Das kennen eh viele von den wahrscheinlich hier Anwesenden, die alle oder sehr viele reduzierte Bearbeitung betreiben. Wenn da irgendwas oben liegt, sei es Pflanzendach oder Stroh, dann geht es nicht so wild rauf und runter wie auf einem Brachenboden. Und das ist natürlich eine Belastung eines Ökosystems. Also je stärker wir ein Ökosystem buffern, desto weniger Belastung haben wir. Und diese Belastung betrifft eben ganz zentral auch die Bodenmikrobiologie. Das heißt, mehr oder weniger die Gestaltung dieses physikalischen Umfeldes, das wir in der Landwirtschaft gestalten, bedeutet, dass wir ein relativ unruhiges Ökosystem haben und damit die Mikrobiologie einer relativ starken Unruhe in ihrem Habitat ausgesetzt ist. Kurz zum Vergleich, was erwarten wir uns, wenn wir diese Ökosystemlogik haben? Also was sind Unterschiede, die in der Literatur beschrieben sind, zwischen einem frühen Ökosystem, also kurz nach einer Störung, und einem quasi reifen Ökosystem, das im Prinzip sehr viel Biomasse, stehende Biomasse hat, wo sehr viel bedeckt ist. Und von der mikrobiologischen Seite her gibt es da ein paar, zumindest drei Annahmen, die uns ein bisschen helfen, hinzuschauen oder was wir uns erwarten. Das eine ist Nischen. Das habe ich schon vorher bei dieser Landschaft gesagt. Für Biodiversität ist ganz entscheidend, wie viele Lebensräume es gibt. Und das werde ich dann eh nochmal sagen, warum ist der Boden der biodiverseste Lebensraum, terrestrische Lebensraum, weil da irrsinnig viele verschiedene Nischen drinnen sind, wo sich irgendwelche Viecherl verstecken können, die halt alle irgendwelche Spezialfähigkeiten haben und die da irgendwie geschützt drin herumhucken und nicht ständig von irgendwelchen Räubern aufgefressen werden. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum der Boden so divers ist. Jedenfalls diese Nischenspezialisierung oder die Anzahl an Nischen ist in einem reifen Ökosystem meistens größer als in einem frühen Ökosystem. Ich werde dann dazu noch ein Beispiel geben, aber man kann es sich eh leicht vorstellen. Wenn du da ein Bohrensystem anschaust von einem Boden, wo irgendwie mal frisch mit einer Kreiselecke oder einer Fräse oder irgend sowas alles homogenisiert hat, kann man sich vorstellen, dass die Vielfalt der Bohrensysteme da etwas geringer ist als in einem Boden mit einem schön ausgebildeten sekundären Bodensystem, der gut strukturiert ist. Also da gibt es einfach Unterschiede im Lebensraum. Das Zweite, was wir uns ein bisschen erwarten, ist die Wachstumsstrategie. In einem gestörten Ökosystem setzen sich ziemlich gut schnell wachsende Kerle durch. Das ist nicht nur so bei den Bei- oder Unkräutern, sondern auch bei den Viecherln.
Da kommt meistens, wenn es irgendwas umbrichst, kommt der Schub an Nährstoff daher und das holen sich halt irgendwelche am erfolgreichsten, die irrsinnig schnell wachsen. Während in reifen Ökosystemen, wo zum Teil vielleicht die Nahrung auch schon ein bisschen knapper wird, hat man oft effizientere Organismenarten, die halt auch mit der niedrigeren Levels ziemlich gut wachsen und sich ernähren können. Also da gibt es einfach verschiedene Wachstumsstrategien. Und das Dritte, was man ein bisschen annimmt, ist, dass die Nahrungsketten komplexer werden mit der Sukzession. Das heißt, da in einer frühen Sukzession hat man vielleicht weniger Diversität noch und ist weniger miteinander verkoppelt. In einer späten Sukzession hat man viel mehr Netze. Das ist insofern nicht ganz unbedeutend, weil man annimmt, dass so vernetzte Systeme stabiler sind. Während da lineare Systeme, die halt nicht viele Knoten haben, wenn du da irgendwo aufhaust falsch, na dann ist die Gefahr, dass da alles zusammenbricht, größer, als wenn du ein vielfältiges Netzwerk hast. Wenn da irgendwo was flöten geht, dann funktioniert das Ganze auch noch besser. Das heißt, das sind so grundlegende Erwartungen, mit denen man ein bisschen an dieses Studium der Bodendiversität herangehen kann, was wir heute halt in dem EB machen wollen. Ja, jetzt kommt das Neue, wo ich noch weniger weiß, ob ich schon völlig verstanden habe. Nämlich, da habe ich, wie ich diesen Vortrag versucht habe vorzubereiten, habe ich irgendein Heftel gelesen und da ist es um Störungsökologie gegangen und das habe ich gleich einmal da eingebaut, weil mir das interessant vorgekommen ist, aber es war irgendwie recht kompliziert. Jetzt hoffe ich, ich kann das gut rüberbringen. Das Erste, wenn man sich einmal mit dieser Mikrobiologie beschäftigt ist, es ist gar nicht so leicht, auf was schaut man? Also was heißt Diversität? Und im Prinzip gibt es so zwei Dinge, die interessant sein können, nämlich wie ist die Gemeinschaft zusammengesetzt, wie ist ihre Struktur? Und das Zweite ist, wie funktioniert sie? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich die Diversität in der Zusammensetzung anzuschauen. Man kann zählen, wie viele Arten da drin sind oder wie viele Artengruppen. Man kann sich ja anschauen, ob die relativ gleich verteilt sind, weil es kann sein, dass da, weiß ich nicht, 1000 Arten drin sind, aber von diesen, da hat halt eine hat 900 Individuen und die anderen 999 Arten haben halt nur ganz wenig. Das geht jetzt, glaube ich, mathematisch nicht ganz aus, aber egal. Also es geht um diese Verteilung zwischen den Arten. Man kann sich anschauen, was für Lebensweisen da drin vorherrschen. Das unterteilt man oft in drei Großgruppen. Also der Kollege Markus Gorfer, den ich da in der DIBOKU eingemeindet habe, der war vom AID ist und das Ganze misst, der macht das oft und das finde ich auch eine recht sinnvolle Einteilung. Der schaut, unterteilt in Streuzersetzer, das sind diese klassischen heterotrophen Organismen, die halt Streu abbauen und den Kohlenstoff dann fressen. Dann hast du eben Pathogene, das sind Viecherln, die leben von lebendigen Pflanzen und da tun sie dabei umbringen oder schädigen. Und dann hast du Symbionten, das sind halt die, die auch mit lebenden Pflanzen, von lebenden Pflanzen versorgt werden, aber ihnen Gutes tun. Das heißt, man kann im Prinzip diese Lebensweise als eine Beschreibung der Diversität anschauen. Und dann gibt es halt verschiedene Formen, auch Diversität zu charakterisieren. Für uns ist etwas, das habe ich ein paar Mal in so Grafiken drin, das heißt Alpha-Diversität, das ist die Vielfalt im Lebensraum. Aber man kann sich natürlich auch die Vielfalt zwischen Lebensräumen anschauen. Das heißt, es gibt verschiedene Arten, Diversität zu beschreiben. Das, was mir vorkommt, und das ist eigentlich ein bisschen auch fast unser Fokus, ist, was bedeutet es für die Funktionen im Ökosystem? Das heißt, man kann das Ökosystem und die Bodenbiologie funktional anschauen. Und da gibt es im Wesentlichen die großen Stoffkreisläufe, die uns interessieren, nämlich Kohlenstoffkreislauf ist gleich Streuabbau und auf der anderen Seite da diese ganze Humusseite, die da rauskommen kann. Dann die Stickstoffseite, das heißt Stickstoffmineralisierung aus dem Streuabbau. Da kann es eben auch diese anaeroben Prozesse geben, die jetzt da von der Klimaseite ein bisschen ungünstig sind, aber halt auch zu einem natürlichen Kreislauf dazugehören, eben die Stickstoffreduktion. Es gibt die Funktion der Phosphormobilisierung. Das kann sowohl aus dem Streuabbau herauskommen, wo ja auch Phosphor aus den Pflanzenresten recycelt wird. Oder es kann auch Phosphormobilisierung aus der Mineralphase geben. Also das kann man sich anschauen als Funktion im Ökosystem, wo halt man annimmt oder fürchtet, wenn wir zu viel an Diversität, also Struktur kaputt machen, dann bricht uns irgendwann eine Funktion zusammen. Man kann sich da halt ein bisschen die ganze Physiologie der Mikroorganismen anschauen. Wachsen die schnell? Wie viel veratmen sie? Also es gibt
die Sichtweise auf die Funktion und die Sichtweise quasi auf die Strukturen der Arten. Und man nimmt halt an, dass es zwischen beiden irgendwie einen Zusammenhang gibt. Das ist da in der Mitte gezeigt, Streuabbau versus Diversität. Aber ob der jetzt linear ist oder ob der irgendwann einen Gipfel hat oder so nach oben geht, das ist nicht ganz so klar oder sehr vielfältig. Jedenfalls, was wir uns im EEB ein bisschen anschauen, sind beide Seiten, nämlich einerseits die Diversität über die DNA der Organismen und auf der anderen Seite auch ihre Funktionen, wo wir sehr stark auf Enzyme schauen, die diese Stoffkreisläufe triggern. Und ich werde dann eher ein paar Beispiele noch geben, warum das halt für die Landwirtschaft schon irgendwie wichtig ist, aber ich meine, nein, nicht. Stickstoff- und Kohlenstoffkreislauf, wie auch Phosphor oder Schwefel, wo halt immer Organik im Spiel ist, ist schon ein bisschen wichtig. Ja, weiter in der Störung. Es gibt zwei Arten von Störungen. Es gibt quasi Langzeit-Dauerstörungen, die was verändern können, und es gibt kurzfristige Störungen. Eine dauerhafte Störung ist zum Beispiel der Klimawandel. Da ändert sich was dauerhaft. Oder eine Landnutzungsänderung. Das heißt, wenn das einmal kommt, dann bleibt es und dementsprechend verschiebt sich was in der Diversität des Ökosystems oder seiner Funktion. Ein Beispiel, was jetzt nicht sozusagen aus unserer Bodendomäne kommt, aber was kürzlich einmal in den Medien war, war die Insektendiversität. Das ist ja eine große Diskussion in der Landwirtschaft. Und da hat halt eine Studie aus Österreich gezeigt, dass eben diese Klimaveränderungen, sprich die wärmere Witterung und die Änderungen quasi in der Dauer von der Vegetationszeit oder der Zeit, wo sich halt Insekten vermehren können, dass das einen extrem großen Einfluss hat. Das heißt, diese dauerhafte Störung über klimatische Veränderung hat da eigentlich fast mehr ausgemacht als sozusagen unmittelbare Störungen in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Das ist da nicht wirklich ausgekommen. Jedenfalls, das ist sicher auch so, wie bei allen Teilen des Ökosystems, dass diese schleichende Verschiebung des Klimas mit den wärmeren Temperaturen, dass die Veränderungen in den Gemeinschaften bewirkt. Aber das ist halt schleichend und da wird man mal sehen, was da am Schluss für ein neuer Zustand rauskommt. Das, was glaube ich für uns interessant oder wichtiger ist, wenn man diese Störungsökologie da anschauen, ist, sind kurzfristige Störungen. Also das, was wir in der Landwirtschaft im Prinzip haben, sind kurzfristige Störungen durch die Bodenbearbeitung. Das haben wir einfach jedes Jahr stärker, wenn wir eben ein klassisches System fahren, wo man nicht den Tag der stehenden Begrünung feiern, sondern den Tag des Pfluges, dann haben wir das stärker. Aber bis zu einem gewissen Grad hat man natürlich immer eine Störung und das ist halt der Versuch, in diesen EEB-Systemen das möglichst gering zu halten. Und das Zweite, was wir halt auch kurzfristig einmal haben, ist zum Beispiel Trockenheit. Also feuchte Trockenzyklen sind auch immer eine Störung. Das, was wir uns halt anschauen möchten, ist, wie stark können wir die Gemeinschaft schützen, indem wir Störungen minimieren. Es wird immer ein bisschen eine Schwankung geben und von da ist es oft auch gar nicht so leicht, sowas zu interpretieren, weil man ein bisschen kalt und ein bisschen warm wird es immer sein und es gibt eine natürliche Auf und Ab von einer mikrobiellen Gemeinschaft, von der Diversität übers Jahr und das zu unterscheiden von einer Störung ist auch nicht immer ganz einfach. Also werden wir schauen, ob wir das wirklich auch so rauskriegen. Beispiel einer Störung oder Veränderung, die mehr oder weniger langfristig gekommen ist, ist zum Beispiel die Veränderung im Fruchtartenverhältnis. Also es gibt einfach, und das sind statistische Zahlen aus Österreich, es gibt eine Vereinfachung der Fruchtfolgen. Das ist eben von Anfang wo man leicht statistische Daten kriegt, da hat man halt durch die bei den drei Hauptkulturen Weizen, Gerste, Mais hat man noch 45% der Ackerfläche gehabt, heute hat man halt 60%. Das heißt, für die ganze Gemeinschaft, für das ganze Leben im Boden hat sich etwas langfristig verschoben, nämlich der Input, der heute eben im Wesentlichen von drei dominanten Kulturen in der Fruchtfolge kommt.
Das andere ist weniger geworden. Und das wissen wir ja von vielen anderen Dingen auch, wie von der ganzen Humusdiskussion, dass Veränderungen in den Fruchtfolgen doch auch eine große Auswirkung auf Veränderungen im Boden hat. Das heißt, das ist so eine klassische schleichende Veränderung, keine Landnutzungsänderung, aber dennoch eine schleichende Veränderung, wie im Mittel die Flächen bewirtschaftet werden, wo eben das Bodenpunkt Biodiversitäts EIB gegensteuert, indem es versucht, die Diversität in den angebauten Kulturen zu erhöhen, und zwar in einer Art und Weise, dass man da irgendwas einbaut. Also das ist auf der einen Seite im Wesentlichen biodiverse Zwischenfrüchte und auf der anderen Seite Unter- oder Begleitsaaten. Also dass man halt einfach Diversität in die auch oft aufgrund der Marktanforderungen vorherrschenden Hauptkulturen hineinbringt. Also das ist auf jeden Fall eine langfristige Störung. Und die kurzfristige Störung, das habe ich eh schon gesagt, ist die Bodenbearbeitung, die eben Auswirkungen auf Bodenfunktionen hat, die für die Landwirtschaft, aber auch die Gesellschaft wichtig sein können. Da ist so ein amerikanisches Beispiel, was ich jetzt da genommen habe. Die haben jetzt so einen Bodengesundheitsindex herausdestilliert auf verschiedenen Bodenfunktionen, haben dann da aufgetragen Einzelflächen, wo die liegen, und das hat runtergebrochen auf konventionelle Bearbeitung ist gleich Pflug, reduzierte Bearbeitung ist gleich nichtwendend und Direktsaat, und haben da heute irgendwie gezeigt, dass die Flächen, die sehr schonend bearbeitet werden, mit Ausnahmen, es gibt halt immer Standortfaktoren, tendenziell einfach einen höheren Bodengesundheitsindex haben. Das heißt, da funktioniert irgendwas besser. Das heißt, diese punktuelle Störung, die wir heute in der Landwirtschaft sehr oft haben, die wollen wir in diesem EEB-Projekt, in diesen Systemen einfach reduzieren. Das heißt, da wird gegengesteuert durch eine Minimierung der mechanischen Störung, da mit so einem rabiaten Planting Green Beispiel. Ja, jetzt habe ich das eh bald durch. Das ist jetzt eine Folie, wo ich wirklich unsicher bin, ob ich das verstehe. Jedenfalls, es gibt natürlich mikrobielle Reaktionen auf Störung. Die eine, und das ist, man kann es eigentlich am besten verstehen, weil ich komme auch eher von der Pflanzenseite, wenn man an Pflanzen denkt. Die eine Möglichkeit ist, dass Pflanzen einfach, die werden gestresst, oder Mikroorganismen, die werden gestresst durch seine Störung, und das beißt sie nicht. Das heißt, die sind resistent gegen den Stress. Das findet man in der Mikrobiologie, dann tut sie gar nichts. Und das Zweite ist, es gibt Störungen, das Ganze geht einmal rabiat nach unten, aber erholt sich relativ schnell wieder. Ich habe ein bisschen mich erinnert, einmal irgendwas gelesen zu haben, ohne das, dieses Thema jetzt böse anreißen zu wollen, aber ich sage es trotzdem, über Glyphosat. Und da war eine klassische Reaktion der Mikrobiologie so eine Resilienz. Ja, aber ich weiß, das ist ein Blöd, das jetzt einzubringen, weil dann diskutieren wir nur über das. Aber jedenfalls, es gibt oft bei Störungen ein Zurückschwingen des Ökosystems, das sich wieder erholt. Ist im Boden natürlich immer gefährlich, so blau herauszubehaupten, weil wenn man nur, weiß ich nicht, 5% oder was der Gemeinschaft kennen, dann ist natürlich gut behauptet, ja, das ist alles resilient und das schwingt eh wieder schön zurück. Aber bis zu einem gewissen Grad ist eine Resilienz im Boden auch natürlich. Das ist nicht ein System, wo du einmal irgendwas falsch machst und es bricht auf einmal alles zusammen. Das wäre für die Natur katastrophal. Das heißt, ein sehr diverses System, erinnern wir uns an die Ökologie vorher, ist ein relativ stabiles System, bedeutet, es kann gut wieder zurückschwingen. Das heißt, im Prinzip hat der Boden und sein Mikrobiom eine relativ gute Fähigkeit zur Resilienz, und da gibt es halt eine Reihe von Anpassungsmechanismen, wie von Individuen angefangen bis zur gesamten Gemeinschaft heute reagiert werden kann. Ein sehr wichtiges Beispiel in der Mikrobiologie ist, die schlafen einfach, dormant. Die Samen, bei den Samen von den Unkräutern kennt man das auch. Also eine klassische Überlebensstrategie, wenn es einmal eine kurzfristige Störung gibt, man fährt den Metabolismus zurück und dann überlebt man das irgendwie. Und wenn es wieder besser wird, dann wacht man wieder auf und macht weiter. Das ist eine sehr verbreitete Möglichkeit, und ich werde auf das noch zurückkommen. 90% der Viecher im Boden sind dormant, weil die haben meistens nichts zum Fressen. Eine
Eine zweite Anpassung, oder was in der Mikrobiologie auch interessant ist, die sind im Vergleich zu anderen Organismen, haben ja irrsinnig kurze Halbwertszeit. Das heißt, da tut sie irrsinnig schnell was und dementsprechend auch Anpassungen und Mutationen. Die können sie eigentlich schneller aufgrund ihrer kurzen Lebenszyklen an Störungen anpassen, indem es da halt Selektionsmechanismen gibt oder halt da gewisse Gene zum Ausdruck kommen, die ihnen erlauben, den Stress auszuhalten. Und dadurch, dass die halt eine schnelle Halbwertszeit haben, geht es im Prinzip, sind die oft anpassungsfähiger als andere Organismengruppen. Jedenfalls, es ist schon irgendwie wichtig, aber da bin ich natürlich auch viel zu wenig in der Mikrobiologie drinnen. Das versuchen halt dann irgendwie die sich da wirklich im Detail damit beschäftigen, zu verstehen, wie schaffen es diese Organismen, sich an die Störung anzupassen. Kommen wir ein bisschen zu ein paar Ergebnissen aus Standorten oder direkt aus dem Versuch, die wir bis jetzt gefunden haben. Also das ist einmal ein erster Einblick in so ein Ergebnis aus der Analyse der mikrobiellen Gemeinschaften im Boden, unterteilt nach Pilzen und Bakterien, wo wir uns halt angeschaut haben, das, was wir halt da genannt haben, Standardsystem, das ist Business as usual, dann halt dieses verbesserte System, wie wir es halt auch in dem EIP-Projekt entwickeln, und dann halt ein natürliches Referenzsystem ist gleich Ackerrand. Was wir da gesehen haben, einmal in diesen quasi Beschreibung der Struktur der Gemeinschaft, es gibt einen ziemlich klaren Unterschied zum nicht ackerbaulich genutzten System, aber diese Verbesserung im System durch eine bessere Bewirtschaftung, sprich diverse Begrünung, reduzierte Bearbeitung, die sieht man eigentlich an dieser Beschreibung der Bodenmikrobiologie nicht sehr stark. Und der Kollege, der Markus Korfer, der das macht, sagt es immer wieder, dass er eben verschiedene Systeme schon beprobt hat mit dieser DNA-Sequenzierung, wo du halt beschreiben kannst, was da für Gruppen drinnen sitzen, und es ist sehr oft, dass man innerhalb einer Landnutzung, also innerhalb der Landwirtschaft, das bessere Management nicht wirklich so gut herauslesen kann. Das Ganze zu interpretieren ist sicher nicht ganz trivial. Was man da auf der rechten Seite sieht, ist ein bisschen so ein Diversitätsindex, also ein Vielfältigkeitsindex nach Pilzen und Bakterien wieder gruppiert. Das ist interessant und sicher diskussionsoffen. Bei den Pilzen sieht man doch relativ deutlich, dass dieses nicht ackerbauliche System mehr Diversität hat. Bei den Bakterien ist es umgekehrt. Da kann man sicher lang diskutieren, was da der Hintergrund ist. Ein paar Ideen habe ich auch, aber beweisen kann ich es noch nicht. Jedenfalls, das ist einmal ein erster Einblick, was hat sich getan. Jetzt ein bisschen eine Reflexion, warum oder wie steuern wir in diesen EEP-Systemen das Ganze? Wie gesagt, die Hauptsteuerung, die wir haben, ist eigentlich die Futterquelle. Also diese biodiversen Systeme, die da in dem EEP etabliert werden, die haben mehr Futter. Und zwar oder auch anderes Futter. Das eine, und das ist, glaube ich, die Hauptsache, mehr Futter, weil da versucht wird, den Boden immer irgendwie grün zu halten. Und grün heißt eben vegetative Pflanzen, also aktiv wachsende Pflanzen, die in dieser frühen Phase vor der Blüte relativ viel noch in den Boden reinpumpen. Also neue, viele Nahrungsquellen. Und das zweite ist, dass es divers ist. Das, glaube ich, irgendwas sage ich dann da dazu eh noch. Aber das ist natürlich die zweite Annahme. Verschiedene Nahrung und mehr Nahrung. Und wichtig ist, und das ist für das Verständnis dieses ganzen Systems extrem wichtig, Nahrung ist nicht gleich Nahrung. Die Mikrobiologie braucht eine Nahrung, die an ihre Körperzusammensetzung angepasst ist. Und ganz viel zu verstehen, was sie da im Boden abspült, hängt mit Nahrungsqualität zusammen. Und Nahrungsqualität in erster Linie mit dem CN-Verhältnis. Kurz gesagt, wenn man diesen armen Mikroorganismen die ganze Zeit nur Stroh füttert, haben sie viel zu viel Kohlenstoff und keinen Stickstoff und spucken den Kohlenstoff aus. Wenn wir ihnen zu wenig Kohlenstoff füttern, sprich Humusdefizit, zu wenig organischen Input, naja, was machen sie? Den kleinsten Kohlenstoff, den sie finden, saugen sie auf und spucken den Stickstoff aus. Ist eher blöd, weil wenn sie Stickstoff ausspucken, dann geht der sehr leicht verloren, indem er ausgewaschen wird oder ausgast. Das heißt, die Nahrung muss ausgeglichen sein, damit sie effizient von der Mikrobiologie genutzt werden kann, weil wie wir, die können nicht nur immer das gleiche Molekül fressen, ohne ausgeglichen ein anderes zu haben. CN-Verhältnis 7 bis 15 zu 1, das ist ziemlich eng bei Mikroorganismen, bei Bakterien enger, bei Pilzen ein bisschen weiter, aber auf das muss das Fressen zusammengedampft werden.
Wie funktioniert jetzt so ein Mikroorganismus? Die funktionieren ja eh gleich wie wir. Die sind eben im Nahrungsnetz, sind die heterotroph. Die kommen nach den autotrophen Pflanzen und wenn die sterben, dann werden die halt aufgefressen. Und da zwei Sachen machen die damit, nämlich das eine ist Energie zu gewinnen. Das braucht halt auch jeder. Energiestoffwechsel und das zweite ist zu wachsen. Das ist die Grundlogik von dem Ganzen. Und um zu verstehen, was sie aufgrund dieser Systemänderung im EP tut, wo wir halt andere Nahrung geben, muss man ein bisschen dieses Gleichgewicht Energiestoffwechsel und Baustoffwechsel im Hintergrund haben. Und da habe ich diese Tabelle versucht zu destillieren aus meiner heutigen Lektüre. Was füttern wir? Oder wie charakterisiert sich Futter? Das ist, man braucht nur an den Menschen denken, ist genau das Gleiche. Energiegehalt oder Energiedichte. Das ist das Erste. Also in der Nahrung liegt Energie gespeichert drin. Es kann eben sein, dass diese Energie so fest da drin ist, dass es extrem schwer ist, es aufzuknacken. Zum Beispiel ein Lignin. Oder in einem Lignin liegt sehr viel Energie gespeichert, aber damit das nutzbar wird, damit dieses Lignin abgebaut wird, brauchen Mikroorganismen extrem viel Kraft und Enzyme, um dieses komplexe Molekül aufzuspalten. Das heißt, da ist zwar potenziell viel Energie drinnen, aber sie müssen entsprechend Energie investieren, damit sie zu dem ganzen Futter kommen. Nicht unähnlich ist Humus. Humus ist oft sehr, sehr stark gebunden an Mineralteilchen. Damit die Mikroorganismen zu dem ganzen kommen, brauchen sie auch sehr viel Energie. Das heißt, eine Selektionseigenschaft auf die Diversität ist der Energiegehalt der Nahrung. Nicht alle haben das gleiche Enzymbespeck. Das wissen viele oder werden sie schon gehört haben, ist, Pilze sind besser in der Lage, solche komplexen Moleküle wie eben Lignin aufzuknacken, weil da braucht man gewisse Enzyme, sogenannte oxidative Enzyme, die irgendwie so zarte Ringstrukturen aufknacken. Und dann gibt es halt andere Enzyme, hydrolytische, die können so leichter spaltbare Polymere auseinandernehmen, dann sind die irgendwann wasserlöslich und die können das einsaugen. Sprich, die Energiegehalt der Nahrung ist wichtig. Tendenziell füttern wir ihnen, und da habe ich glaube ich auch ein bisschen dann noch, im EEP sehr gut verstoffwechselbare Nahrung, die jetzt vom Energiedichte nicht sehr hoch ist, aber sie können es leicht fressen und müssen nicht viel Energie aufbringen. Grünes Material. Eher weniger dauerndes Strohfutter. Das zweite ist die Menge. Die Menge ist, das ist na nicht. Ne? Je mehr wir ihnen zu fressen geben, desto besser geht es ihnen. Es werden aber oft diejenigen, wenn wir gut Essen geben, einen Vorteil haben, die schnell wachsen. Wenn du die ganze Zeit da Zucker hingibst, na die, die am schnellsten Zucker fressen können, die profitieren davon. Wenn du das ganze Nahrungsangebot ziemlich kurz haltest, dann hast du ein paar Sportler, die das noch effizient nutzen können, aber die sind halt nicht so viele. Das heißt, dieses üppige Füttern, was wir in den EEP-Systemen machen, könnte tendenziell einen Vorteil bieten für diejenigen, die schnell wachsen können. Die sind oft nicht so effizient, aber halt schnell. Und das Dritte ist eben diese Futterzusammensetzung, das habe ich schon erwähnt, auch das hat eine Wirkung auf Diversität, zum Beispiel Pilze und Bakterien. Die haben ein bisschen ein anderes auch CN-Verhältnis im Körper, weil halt diese ganzen Zellwände und das ganze Körperding anders zusammengesetzt ist. Und da können halt die Pilze ein bisschen mehr C auch aufnehmen, nicht nur besser knacken, sondern auch aufnehmen. Also auch die Zusammensetzung wird einen gewissen Selektionseffekt auf die Diversität haben. Das Ganze ist jetzt nicht nur in einem Zeitraum zu sehen, sondern auch über die Zeit. Also wenn du ein Bladl am Boden haust, hast du schon eine gewisse Mikrobiologie oben, die fängt einmal an. Das sind meistens die, die einmal die leicht verfügbaren wasserlöslichen Stoffe fressen. Dann wird es halt irgendwie immer zarter und es bleibt nur mehr sehr schwer verstoffwechselbares Material über. Dann kommen irgendwelche effizienten Spezialisten, die das auch noch abbauen. Das heißt, Diversität ist auch etwas, das man über die Zeit betrachten will. Aber das sind im Prinzip Futterselektionsmechanismen, die wir in diesem EEP-Projekt ansteuern. Konkret hier zwei Beispiele. Durch dieses mehr Grünfutter, Begrünung, Begleitsaaten sind wir in einem Bereich, wo wir sehr eng an den CN-Bedürfnissen der meisten Mikroorganismen sind, die halt sehr niedrig liegen, damit gutes Futter. Und auf der anderen Seite, wenn wir da diese Energiegehaltszusammensetzung sehen, dann sind wir auch da auf der herüberen Seite, also schnell nutzbare Energie.
Zucker, Aminosäuren, organische Säuren, gut verstoffwechselbares Zeug, die tun sich nicht sonderlich schwer, das Ganze einzusaugen und tendenziell profitieren wahrscheinlich die, die aus dem Grund sehr schnell wachsen können. Was wir gesehen haben, und das ist ein Parameter, den wir in diesen Versuchen messen, ist die Effizienz. Also ich habe das vorher gesagt, es geht nicht nur um die Zusammensetzung der Gemeinschaft, ob da jetzt, weiß ich nicht, von irgendeiner Gruppe mehr oder weniger werden, sondern es geht halt auch oft um die Funktion in dem System. Und eine Funktion aus diesem Stoffwechsel, Energiestoffwechsel ist gleich Veratmung, Baustoffwechsel ist gleich Wachstum. Nee, im Prinzip wollen wir schon ganz gern, dass der Kohlenstoff im Boden bleibt und diese Tiere mehr wachsen. Jetzt haben wir uns was angeschaut, das nennt sich Kohlenstoffnutzungseffizienz. Das ist genau dieses Verhältnis, wie viel wird veratmet und wie viel wachsen sie. Und irgendwie denkt man sich, naja, Effizienz, das ist immer gut, je effizienter, desto besser. Dann haben wir das Ganze mal runtergemessen bei sozusagen dem Standardbetrieb, bei dem besseren Betrieb und im Naturding, und das war genau umgekehrt. Je schlechter das Ganze benannt war, ist gleich weniger Humus, desto effizienter war das Ganze. Also irgendwie, dass Effizienz immer gut ist, das glaubt die Gesellschaft, aber ist nicht so. Und es ist auch leicht erklärbar, wenn diesen Tierchen eben der Kohlenstoff fehlt, dann wird jedes Quäntchen Kohlenstoff sehr effizient eingesaugt. Wenn die einmal üppig versorgt sind, naja, dann können sie mit dem Ganzen ein bisschen lascher umgehen. Möglicherweise fehlt ihnen dann schon ein anderer Stoff, wo Stickstoff halt das erste ist. Und sie brauchen nicht so effizient Kohlenstoff einsaugen, sondern schauen eher, dass sie andere Stoffe kriegen. Das heißt, eigentlich ist diese Begriffsverwirrung Effizienz ist immer gut im Boden nicht wirklich zutreffend. Wir finden im Prinzip bei Systemen, die üppig ernährt werden, was wir mit dem EEP wollen, möglicherweise eine geringere Kohlenstoffnutzungseffizienz. Das Ganze sind halt schnellere Kreisläufe, da wird ordentlich geatmet, aber man darf halt nicht nur auf eine Sache schauen. Wenn ordentlich geatmet, ordentlich gearbeitet wird, hat man halt viele andere Begleiteffekte, wie Bodenstrukturen so, die extrem wertvoll sind. Und der zweite Funktionsparameter ist Enzyme. Und das muss man halt ganz laut allen Menschen sagen. Ohne mikrobielle Enzyme gibt es keine Pflanzenernährung. Es ist ein Fehlglaube, dass man durch Mineraldüngung auf Bodenmikroorganismen verzichten kann. Also da gibt es ganz klare Zahlen, dass die Annahme, ich meine, das ist fürs Rechnen und so eh okay, für eine Düngerbilanz, dass man sagt, der Mineraldünger wird zu 100% im Jahr der Gabe von der Kulturpflanze aufgenommen. Real ist es nicht so. Ungefähr 50% geht einmal in Humus ein. Das ist ja nicht verloren. Es ist ja nicht so, dass da irgendwas, was die Pflanze nicht gleich aufnimmt, weg ist im Grundwasser oder in der Atmosphäre. Nein, das ist im Humus. Und zwar das meiste ist im Humus. Aber damit wir es dann wieder zurückkriegen, brauchen wir eben mikrobielle Enzyme. Das heißt, auch bei Mineraldüngung hängt eine Pflanzenernährung von mikrobiellen Enzymen ab. Das heißt, diese Funktion, die müssen wir erhalten. Ich meine, es gibt zum Glück sehr viele Organismengruppen, die Kohlenstoff abbauen, die Stickstoffkreislauf steuern und die auch mit Phosphor was zu tun haben. Das ist nicht nur ein Viech und wenn es weg ist, geht nichts mehr. Das sind eh mehrere. Aber das zu fördern ist extrem wertvoll. Und da haben wir ein bisschen schon so Ergebnisse, wo man sieht halt, dass vor allem im Oberboden, das hängt da ein bisschen mit der reduzierten Bearbeitung zusammen, durch so ein landwirtschaftliches Pioniersystem mehr an Enzymaktivität für die Stickstoffmobilisierung zu finden ist. Beim Phosphor war das nicht so deutlich. Da war zwar dieses Natursystem deutlich höher, aber da waren die landwirtschaftlichen Systeme ziemlich ähnlich. Also statistisch nicht unterscheidbar. Das zeigt es noch einmal. Also das bin ich jetzt einmal gestoßen. Ich werde immer gefragt, warum sind diese unsinnigen Pflanzen über die Evolution nicht besser in der Lage gewesen, sich mit Stickstoff selbst zu ernähren, bis auf halt Leguminosen mit ihren Symbionten. Und dann bin ich schon darauf gestoßen, dass eben grün wachsende Pflanzen, die viele Wurzelexudate in den Boden schmeißen, sehr viel C füttern, damit den Mikroorganismen im Boden einen gewissen N-Mangel induzieren und die holen sie dann einfach den Stickstoff zum Teil vom alten Humus und damit kommt er wieder in den Kreislauf. Mikroorganismen sterben nach 3 bis 5 Tagen und damit kann das Ganze auch der Pflanze zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt eine gewisse Selbsternährungsfähigkeit der Pflanze aus dem Humus. Blöd waren es, wenn sie das nicht steuern könnten, wenn Stickstoff nach Wasser, Luft und C der wichtigste Stoff fürs Pflanzenwachstum ist. Also nicht nur Symbionten können das, sondern
Der ganze organische Kreislauf spielt da hinein und da sind eben die Enzyme und die Förderung der Enzyme wichtig. Puh. Das ist irgendwie, mir kommt manchmal vor, wir tun alles zerstören mit unseren Ergebnissen. Effizienz war jetzt schon mal nicht gut und jetzt ist Menge auf einmal nicht gut. Also, was wir gefunden haben, ist Humussteigerung. Das gibt's, wenn man bessere Bewirtschaftung macht und es gibt mehr mikrobielle Biomasse. Aber das Ganze hängt nicht notwendigerweise mit Diversität zusammen. Die Gesellschaft ist ein bisschen narrisch auf die Diversität. Also wie gesagt, ich bin absolut für den Schutz der Biodiversität, aber zu glauben, es funktioniert nichts und nur irgendwelche Natursysteme sind divers, das ist Unfug. Und da gibt es eben einen Zusammenhang, der ganz klar zeigt, dass die Diversität irgendwo ein Optimum hat und in sehr prekären Richtungen runtergeht und in sehr üppigen Richtungen runtergeht. Na, was ist der Hintergrund von dem Ganzen, wenn du ein sehr prekäres Ökosystem hast, wo es an allen fehlt, sprich auch wenig mikrobielle Biomasse da ist? Ja, da hast du nur mehr ganz wenige Spezialisten. Wenn du ein absolut üppiges Ökosystem hast, wo du sehr viel mikrobielle Biomasse hast, da werden dann irgendwann die konkurrenzstärksten, schnell wachsenden dominant. Das heißt, die höchste Diversität ist irgendwo in der Mitte. Das heißt aber jetzt für die Funktionen des Ökosystems und so noch überhaupt nichts. Also was ich damit sagen will, es kann sein, wenn wir mit unseren EEB-Systemen ordentlich die Mikrobiologie füttern, dass wir die mikrobielle Biomasse heben, damit alle wichtigen Funktionen der Mikrobiologie insgesamt heben, aber das heißt überhaupt nicht, dass wir am meisten Diversität daraus kriegen. Also da möchte ich schon einmal davor warnen, es ist nicht gesagt, dass die Optimierung der Funktionen der Bodenmikrobiologie automatisch auf einmal zu irgendeiner schönen, super optimierten Diversität führen. Dieser Zusammenhang, der ist ein bisschen komplexer, als dass man da halt, wenn man mehr hat, mehr Diversität automatisch kriegt. Und dazu habe ich, glaube ich, ein böses Beispiel von einer Kollegin, von der Kollegin Keiblinger jetzt auch hineingenommen. Das ist mit Pilzen ist das schon publiziert worden. Ist eine Toxizitätsstudie, also nicht etwas, was in der Natur passiert, aber die haben halt einfach mit wachsenden Kupfermengen haben sie die dominante Community außergeschossen. Also die haben Nischen freigespritzt und siehe da, dort wo am meisten Kupfer drin war, war die Diversität am höchsten. Das heißt natürlich nicht, dass dort das System gesund war, aber wenn ich nur auf die Diversität schaue, dann kann ich auch zu irgendwelchen unsinnigen Schlussfolgerungen kommen. Und die Erklärung ist eben klar, es gibt dann halt irgendwie dominante Mikroorganismen, die sind halt meistens sensibler. Die können nur, wenn es einer gut geht, gut wachsen. Und wenn ich die einmal außer kill, dann kommen die Spezialisten und da können dann verschiedenste gut leben. Also ein bisschen aufpassen, wie bei der Effizienz. Es ist nicht immer alles nur mit Diversität erklärt. Gut, das ist jetzt eh schon der zweite und letzte Teil. Da bin ich eh schneller, glaube ich, weil das ist nicht so neu. Das Zweite, was man in diesen EEB-Systemen eben beeinflusst, ist Lebensräume. Also das eine ist das Futter und das Zweite sind jetzt diese Bohrenlebensräume. Und wie gesagt, Diversität hängt mit Lebensräumen zusammen. Und der Boden ist halt so stark kompartimentiert, dass da einfach viele Organismen geschützte Lebensräume haben, wo sie halt als Spezialisten gut leben. Und das Zweite ist, diese Bohrenumwelt, die macht das Ganze ein bisschen stabiler. Also vor allem Mittelbohren. In Grobbohren, die sind natürlich einmal luftgefüllt, einmal wassergefüllt, da geht es mehr auf und ab. Aber Mittelbohren, wo ganz viel Mikrobiologie sich abspielt, dort ist es ein bisschen gedämpfter, das Auf und Ab. Und darum sind halt Bohren so wichtig und diese EEB-Systeme versuchen, die halt möglichst zu schonen. Da ist es nochmal aufzeichnend, wo sich die Viecher vor allem herumtreiben, die wir anschauen, Pilze und Bakterien. Irgendwo bis ungefähr 0,2 Mikrometer bohren. Also genau in dem Raum, wo wir Mittel bohren haben, die auch wasserspeichernd sind, das sind auch die aktiven Lebensräume. Die sind interessant. Jetzt noch einmal dazu gesagt, Lebensräume im Boden sind wenig, wo es den Tieren gut geht. Das sind Hotspots. Also dort, wo sich Biologie abspielt, sind wenige Räume, wo es Futter gibt. Rhizosphäre, Bioporen, Erntereste, Aggregatoberflächen. In den meisten bei Teilen des Bodens sind die Viecher dormant. Die Funktion, die wir da suchen mit diesen Lebensräumen, mit den guten, ist im Prinzip Bodenstruktur aufzubauen. Das ist eine quasi für uns besonders gewünschte Nebenwirkung, die Mikroorganismen wurscht ist. Die produzieren Schleime
um sich vor der Umwelt ein bisschen zu schützen und diese Schleime verkleben Bodenteilchen zu Aggregaten. Das heißt, das ist im Prinzip sozusagen ein Zusatzbenefit, der für die Mikroorganismen vielleicht eher ein Verlust ist, weil sie da Kohlenstoff einstecken. Aber das treibt da Bodenstrukturbildung und darum freuen wir uns über aktive Mikrobiologie, weil wir dann sehr viel von diesen Pickstoffen kriegen. Wie schaut es aus eben bei dem Effekt dieser bodenschonenden Bearbeitung, die heute halt in den EEP-Systemen drinnen ist? Hier ein Beispiel aus diesem Versuch in Hollabrunn für Pilze und Bakterien, wieder eben vom Kollegen Gorfer. Da sieht man, der Versuch ist schon sehr lang. Also der hat angefangen 2004 oder so, also das ist jetzt fast 20 Jahre. Da sieht man doch relativ klar schon, dass es eine Unterscheidung in der Community gibt zwischen Flug und den reduzierteren Systemen. Ich meine, je näher die Systeme zusammen in der Intensität, desto näher auch die Gemeinschaften. Aber da sieht man schon einen klaren Unterschied, der sich dann auch in den Funktionen widerspiegelt. Physikalisch Aggregate, Flug weniger, die anderen in dem Fall gleich. Das haben wir schon ziemlich oft dort untersucht. Das ist natürlich auch sehr jahresvariabel, aber tendenziell findet man da meistens immer einen klaren Unterschied zum Flug, aber sehr oft auch einen Unterschied in den anderen Systemen hin zur Direktzeit. Und das Zweite, was wir uns angeschaut haben, das war jetzt eben im Rahmen vom EEP, waren diese Enzymsachen. Bei den kohlenstoffstreuzersetzenden Enzymen haben wir einen klaren Effekt gefunden. Da war es deutlich höher in der Scheibenecken- und in der Direktzeitvariante. Ähnlich eigentlich auch bei den stickstoffakquirierenden Enzymen, da waren aber die Standardabweichungen größer, also das war jetzt statistisch nicht so wirklich absicherbar. Letzte Folie, die Bohrenräume, die werden, wenn wir ein System sehr, sage ich einmal, EEP-mäßig bewirtschaften, pioniermäßig, dann ist es Punkt A, dass die Bohrenräume mehr von der Bodenstruktur abhängen und weniger von den Grundbodeneigenschaften. Alles, was von Grundbodeneigenschaften abhängt, ist schlecht, weil das kann ich nicht ändern. Das heißt, wenn nur der Tongehalt mir meine Bohrenverteilung und damit Luft, Wasser etc. beeinflusst, ist das jetzt gut oder schlecht für mich, aber das kann ich nicht ändern. Sobald ich mein System biologisch aufpeppe, wird das stärker von der Struktur und der organischen Substanz abhängig und damit beeinflussbar. Und beeinflussbar vor allem diese Gipfel hier im Mittelbohrenbereich, wo sich Wasserhaushalt und Mikrobiologie abspielt. Also das ist ein bisschen eine gute Story, die wir gesehen schon haben. Wir verschieben Dinge zu etwas, was wir dann ändern können und was eben für einen fruchtbaren Acker gut ist. Letzte Folie, Vorabinterpretation. Also was sind die EEP-Solutions? Mehr einjähriges Futter. Das heißt, es wird kein Wald dort werden, sondern es sind einjährige, leicht verstoffwechselbare Pflanzen. Es gibt eine stabilere physikalische Umwelt, nicht so viel rauf und runter in der Temperatur und die Feuchtigkeit wird wahrscheinlich stabiler, weil wir mehr Mittelbohren haben und die Lebensräume werden nicht immer ganz wild zerstört. Das heißt, wir werden, ist mein Eindruck, vor allem die Funktionen erhöhen. Tendenziell glaube ich nicht so, aber das ist eine Hypothese am Anfang, dass wir in der Diversität so viel finden werden, aber in den Funktionen. Also das ist was, was sich abzeichnet, indem wir eben die Mikrobiologie länger aktiv halten. Und damit, das wäre mal, ist halt das Ziel, dass wir ein bisschen Stoffkreisläufe schließen, Kohlenstoff und Stickstoff und eben Struktur aufbauen. Also das ist ein bisschen das, was ich mir so denke und wo ich halt ein bisschen probiere, das zu verstehen. Jetzt wollte ich da irgendwie am Schluss noch ein Bild, weil ich habe jetzt immer Bilder von der Katze meiner Mutter drinnen, die hat auf dem Boden Mikrobiologie-Buch geschlafen und da wollte ich dazu schreiben, für die Feedback-Runde, sie hat es irrsinnig fad gefunden. Aber schauen wir mal. Also das war's. Danke, Gernot. Der Vortrag war wieder super unterhaltsam. Und auch für das, dass wir eigentlich erst im ersten Projektjahr jetzt fertig sind, schon ein paar sehr interessante Erkenntnisse. Es sind jetzt ein paar Fragen schon vorab gewesen während dem Vortrag. Es kommen auch jetzt laufend welche einer. Ich fange einfach mal mit der ersten an. In der Einleitung hast du eben ein Buch von einem Buch über Biologie die Rede. Welches Buch war das? Es gibt da das, was ich da gefunden habe. Ah, nein, jetzt habe ich es nicht da. Der heißt Eugen Odum und das heißt Grundlagen der Ökologie. Und das heißt Ökologie, Grundlagen, Standorte, Anwendungen. Das ist so ein bisschen Oldstyle, aber es ist
man denkt sich irgendwie, warum macht man noch Forschung, da steht eh schon alles drin. Also das ist extrem empfehlenswert. Ich habe es nur mehr antiquarisch gekriegt, aber man findet es noch und das ist, also das ist wirklich sehr lesenswert und also das tut bei mir im Kopf schon einiges bewirken. Also das Ökologie heißt das von Eugen Odum, das war so ein amerikanischer Ökologe im Prinzip. Okay. Jetzt, wo ich das Cover gesehen habe, kommt mir das bekannt vor. Das habe ich nämlich auch irgendwo im Regal. Das habe ich mir am Boko-Flohmarkt mal in der Bibliothek gekauft. Ja, ich gehe gleich zur nächsten Frage. Da war die Frage gab es irgendwelche Effekte von Biostimulantien in den Versuchen? Welche wurden untersucht? Ja, das war ein anderes Projekt, wo wir aber auch in Hollabrunn und in Bürer was gemacht haben. Da wollte ich eigentlich nur diesen Standardeffekt zeigen. Das waren zwei Algenpräparate, drei mikrobielle Präparate und auch so ein Pflanzenextrakt, wo so Flavonoide drinnen waren. Und bei den Mikrobiellen war eins ein Mykorrhiza, eins war, wo schwerpunktmäßig Stickstofffixierer drin waren und eins war so gemischt, wo also Phosphormobilisierer drin waren. Ja, rausgekommen ist, da war noch nichts. Das habe ich auch jetzt da gelesen heute in dem Artikel über die Störungsökologie, dass das eigentlich ziemlich erwartbar war. Invasion, also eine Biostimulanz ist immer eine Invasion von außen, von einem Mikroorganismus. Invasion ist dann erfolgreich, wenn es massive Störung gibt. Und meistens haben Biostimulantien dort einen Effekt, wo die Böden ziemlich hin sind, weil einfach die Konkurrenz von den etablierten Mikroorganismen nicht da ist. Und das ist eigentlich aus dem, was ich da heute gelesen habe, von dieser Störungsökologie und Invasion als eine Antwort auf Störung und eine Veränderung im Prinzip in der Gemeinschaft, ist das erklärbar. Die Störung unserer Böden ist nicht stark genug, zum Glück, dass wir da großartige Biostimulantien-Effekte sehen. Ich würde es jetzt auch nicht verallgemeinern, aber das hört man doch sehr oft und bei unseren Versuchen, die doch zweijährig und dreistandigartig waren, ist das eigentlich auch wieder rausgekommen. Okay. Die nächste Frage war, es wäre interessant zu erfahren, welchen Einfluss der Humusgehalt aus deiner Sicht auf die Bodenbiodiversität hat. Ja, was ich eben glaube, sind ein bisschen in dieser einen Grafik zusammengefasst gewesen. Der Humusgehalt hat sicher einen steigernden Effekt auf die mikrobielle Biomasse, das heißt die Gesamtheit der lebenden Mikroorganismen. Da gibt es einen ziemlich festen Zusammenhang von 1-2% mikrobieller Kohlenstoff pro gesamtorganischer Kohlenstoff. Das heißt, der Humus als Futter zieht die Mikrobiologie mit, als Masse. Das ist aber nicht unmittelbar Diversität, was damit zusammenhängt. Diversität, da gibt es offensichtlich einen Peak. Also dort, wo das, also Diversität kommt eher aus Verschiedenheit vom Futter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Wald Streuauflagen haben, mit sehr schwer abbaubaren organischen Substanzen, bis hin halt zu wassergelösten Zuckern, dann haben wir sehr vielfältige Nahrung, wo es Spezialisten gibt, die das zerlegen. Das ist diversitätsfördernd und eben die Lebensräume. Aber der Humus als solches, als Kohlenstofffutter für heterotrophe Organismen, der zirkt einmal nur die Menge rauf und nicht automatisch die Diversität. Das ist dann eher eben sozusagen das Subtilere der chemischen Qualität und wie divers die ist. Und das ist in Mineralböden halt nicht so divers wie in einer Streuauflage von einem Wald. Und eben diese Lebensräume, die verschiedenen, die machen sicher ganz viel aus. Ja, aber könnte es dann nicht doch mit einem steigenden Humusgehalt, der ja dann theoretisch die Bodenstruktur verändert und dadurch das Porenvolumen und mehr Lebensräume zur Verfügung stehen, dann vielleicht auch doch das irgendwie? Ja, sicher. Das ist so eine Möglichkeit, dass durch dieses Zusammenspiel von Strukturbildung und schonender Bearbeitung diese Sekundärbohrenräume einfach mehr werden. Aber man darf auch diese Diversität nicht zu stark strapazieren. Also jetzt, ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine egoistische landwirtschaftliche Sicht, aber für die Landwirtschaft sind die Funktionen im Vordergrund. Ich will da jetzt nicht leichtfertig über Diversität drüber fahren in einem System, was wir noch nicht gut kennen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist wieder so ein Hype,
Und der Hype wird von der Wissenschaft auch angefeuert, weil wir jetzt super mit diesen DNA-Sequenzierungen und so alles messen können. Und da werden dann alle möglichen Netzwerke und so gemacht. Ich meine, nicht, dass das jetzt da gibt es schon Vorteile in der Stabilität von Ökosystemen. Aber innerhalb der landwirtschaftlichen Landnutzung darf man das nicht überschätzen, wie viele Chancen wir auf mehr Diversität haben. Es wird schon Möglichkeiten geben. Aber was wir in erster Linie steigern können, sind die Funktionen der Mikrobiologie, indem wir ihr bessere Lebensbedingungen ermöglichen. Nicht grillen die ganze Zeit, wenn der Boden offen ist, gescheit füttern und schonen. Also das zieht man möglicherweise die gleiche Community, die gleiche Gemeinschaft nach oben, aber nach oben ziehen ist, denen geht es besser, die machen ihr Werk besser. Das ist schon der erste wichtige Schritt. Okay. Ja, vollkommen, vollkommen klar eigentlich. Also, weil es halt wirklich einfache Vorgänge sind meist, die viel bringen. Aber es kann natürlich schon sein, dass bei den Begrünungen, das muss man sich genauer anschauen. Also das Ziel natürlich bei den Begrünungen ist schon oft, diverses Material und diverses Futter zu haben. Aber zum Beispiel bei den Wurzelausscheidungen, diese Spezialstoffe, das sind relativ wenig. Also sozusagen das Futter ist ganz stark dominiert in der Menge von Zucker, Aminosäuren und organischen Säuren. Diese Spezialstoffe, die vielleicht spezielle Organismen dann fördern, das sind ziemlich wenig. Ein bisschen kann man es probieren zu fördern, aber ob das durchschlägt, weiß ich noch nicht. Zwei Fragen sind jetzt noch. Die eine ist, kann ich das CN-Verhältnis im Boden selbst messen, Schrägstrich bestimmen oder geht das nur im Labor? Ja, das geht eigentlich nur im Labor. Also Okay. das, ja, also ich bin jetzt überlegen, aber dann fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Also selbst der Humusgehalt und so Sachen, das ist extrem schwierig, nur aus irgendwelchen bildgebenden Dingen herauszulesen. Also da muss man eine Probe einschicken und verbrennen und also das geht eigentlich nur im Labor. Okay. Die letzte Frage, die jetzt noch gekommen ist, war Kohlenstoffkreislauf. Wie sieht das aus mit Biogas? Habt ihr da Zahlen? Ja, noch nicht. Also wir haben einen Versuch, den wir mit der Agrana zusammen haben, wo wir Community und Kohlenstoffkreislauf bei Biogas messen, aber das sind wir noch nicht fertig, leider. Also, irgendwann sollten wir mal zu dem Biogas-Thema etwas machen. Also Okay. da habe ich leider noch nicht wirklich Zahlen. Also das ist erst im Laufen, da die Auswertungen. Okay, jetzt ist nur kurzfristiger vorgekommen. Dauerhafte Störungen. Gibt es dazu Indikatoren der Bodenbiologie, welche diese Störungen des Bodensystems und damit signifikante Änderungen der Bodenfruchtbarkeit anzeigen können? Also die Indikatoren kann man ganz sicher die nehmen, die halt so üblich für auch kurzfristige Störungen verwendet werden. Also, weiß ich nicht, Diversität, Gleichverteilung oder irgendwelche Stoffumsatzindikatoren, Enzyme und so. Das Problem bei den dauerhaften Störungen ist festzumachen, wann es angefangen hat oft. Also sozusagen, was ist dein Benchmark? Und das natürlich wie bei anderen Diversitätsdingen die Zeitreihen meistens fehlen. Das ist, glaube ich, sozusagen von den Indikatoren, glaube ich, dass man das durchaus mit den etablierten mikrobiellen Indikatoren, sei es funktionell oder von der Struktur, abbilden kann. Und ich meine, es gibt da schon ein bisschen Studien in der Wissenschaft, aber also in der Literatur, aber eben bei den langfristigen Störungen ist entweder man hat nicht so lange Zeitreihen, die man halt dann mit dem Beginn der Störung wie beim Klimawandel halt, wenn einmal die Temperaturen raufgeht, zusammenbringen kann. Oder eben man weiß nicht genau, wann hat man seinen Nullpunkt, weil das halt oft dann irgendwie ein bisschen schleichender ist. Also das dürfte bei den Langfristmonitorings, das ist ja, glaube ich, bei den Insekten auch oft das Problem, ne? Es gibt ja kaum Zeitreihen und da im Rahmen der natürlichen Schwankung den Nullpunkt beziehungsweise die lange Zeitreihe zu haben, das dürfte oft ein bisschen schwierig sein. Okay, jetzt ist noch Frage noch kommen auf Englisch. Ja. Gernot, please, how to estimate root exudates? Also das eine ist halt künstlich, also dass man das runterwascht. Wir messen eigentlich Proxys dafür im Bodenproben, nämlich Säuren und Zucker. Das ist, ich weiß schon, das ist ein bisschen hartschart, weil natürlich nicht genau sagen kann, ob es Exudate sind. Das genau zu wissen, da müssen die wieder was markieren, aber die Form, wie wir uns dem annähern, dieser
dieser Fütterung der Mikroorganismen ist, dass man im Bodenbau mit so einer HPLC-Methode im Labor Zucker, Aminosäuren und organische Säuren extrahieren und dann schauen, ob es da Unterschiede gibt. Ich glaube, dass das fast das Einfachste ist. Und also es gibt in der Literatur gibt es irgendwie so Übersichtsstudien, wie man Exudate direkt messen kann, aber das ist meistens mit Störung verbunden und ist nicht aufwendig. Und ich glaube, in der Bodenprobe, so schlecht wird man nicht hinkommen, wenn man das Futter der Biologie wissen will. Ich hätte jetzt Englisch vielleicht sagen sollen. Oder nicht im Dialekt zumindest. But I can send you my idea or how we do it. Okay, du siehst im Chat, wer das geschrieben hat. Ja, genau. Okay. Ja, jetzt sind wir mit den Fragen durch, Gernot. Ich würde sagen, der Andreas kann sich jetzt schon zuschalten. Gernot, du wirst nur wahrscheinlich noch ein bisschen online sein, falls noch Fragen sind. Kannst du im Chat sonst dabei beantworten?